Komm, Norti, ein Statement. Bist du es, nicht mehr Bauernverbandspräsident zu sein? Ja, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Delegierte haben mich zum Ehrenpräsident erhoben. Für mich bleibt der Bauernverband verbunden, aber die Leitung ist jetzt abgegeben und ich bin überzeugt, dass mit dieser Wahl Delegierte einen guten Entscheid getroffen haben. Sie haben es schwierig gehabt, sie haben sehr gute Kandidaten gehabt. Und das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Markus und dem Rees, das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Markus Ritter und dem Rees Ebi ist ja sehr spannend gewesen. Es ist jetzt als für seine Gunsten ausgefallen. Ich hoffe und es freut mich, dass der Rees Ebi auch am gleichen Strick gezählt wird. Oh, ist dir auch ein Lastsport vielleicht? Nein, eigentlich nicht. Es ist eine Arbeitslast ein bisschen weniger. Da freue ich mich auch ein bisschen auf anders wieder. Aber der Bauernverband war für mich nie eine Last. Es war eine arbeitszeitliche Belastung, aber nie eine Last. Und das hat mich immer gefreut. Also ich bin gerne an jede Sitzung gegangen, gerne an jede Geschäftsleitungssitzung oder sonst an Vorträge, die ich durfte haben. Ja, das war eine spannende Zeit. Und jetzt du hast noch gewisse Geschäfte bis Ende Jahr noch führen, grundsätzlich. Einfach jetzt, du bist im Prinzip bis Ende Jahr bist du noch Präsident, oder? Es ist jetzt so, dass der Übergang stattfindet. Wir haben jetzt einen neuen Präsident, der wird bereits die nächste Vorstandssitzung führen. Und bis natürlich alles dann auch handelsregisteramtlich geregelt ist, ist es in der Verantwortung noch zum Teil bei mir. Ich denke da an Abschluss von der Jahresrechnung auch. Qualifikationsgespräche, die im Dezember noch anstehen, die mache ich. Ich mache mit dem Direktor Qualifikationsgespräche für Geschäftsleitungsmitglieder und dann natürlich auch mit dem Direktor. Merci Hansjörg, alles weiter gut in die Zukunft. Gell?